So, und willkommen zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, Part Nummer 19. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den nennen soll oder sonst was. Wir haben beim letzten Mal, haben wir Eldridge wieder zurück in die Stadt geschickt. Das war, glaube ich, das Beste, was wir hätten mit dem Kerl machen können. Das Weidenplateau ist hier verbunden. Jetzt will ich mal kurz gucken. Wir sind ja eigentlich... Der Mann mit der Augenklappe. Es gibt noch mehr Stellen. Am See mit den zwei Wasserfällen. Da müssen wir noch hin. Oben auf dem Weidenplateau Nummer 2 haben wir. Muss ich mir mal merken. Platz 1, 2, 3, 4... Gut, auf den kleinen Inseln mit den zwei Wasserfällen weiß ich, oben auf dem, hinter dem Bauernhof. Eventuell, wir haben zwei Stück. Neben dem Eingang haben wir. Und unter dem Dingsbums, okay. Hinter dem, oben auf dem Weiden, hinter dem Bauernhof, ich glaube... Das haben wir vergessen. Ja, überall Degen der Banditen. Haben wir irgendwas an? Ring der Geisteskraft und das Amulett. Ja, warum nicht? Stimmt, das Spiel ist standardgemäß auf der Sichtweite von F3. Hinter dem Bauernhof müsste hier sein. Ich glaube, ja. Genau, da ist es. Und da unten auf dieser Mündung. Das wird aber kein Zuckerschlecken, dahin zu gehen. Aha, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lass mich mal kurz überlegen. Da ist das Kreuz. Wie kommen wir denn da? Ich glaube, ich gehe da unten hin. Bei den Banditen, wo wir die gemacht haben. Da können wir nämlich runter und dann... Denke ich mal... Dann können wir uns da durch diese Feldräuber durchboxen. Na, wir haben auch schon bald Level Up. Dann haben wir 30 Lernpunkte. Ich glaube, da werde ich so einiges in Einhänder stecken und in Stärke. Und ich muss auch mal wieder Zeug verkaufen. Boah, wie viel Stärke haben wir denn? 35. Ja, ja. Was haben wir denn für Waffen? Na, 60 Stärke ist natürlich ordentlich. Dann stecke ich alles, obwohl... Ne, ich probiere es einfach mal. Ich mache 10 Punkte, lege ich in Stärke rein und nach dem Level Up lege ich dann nochmal 20 in... Andersrum. 10 in Einhand und 20 in Stärke. Ist das nicht aufgesammelt? Nee? Okay. Gut, dann kommt mal her, ihr Feldräuber. Ich werde euch gleich eine wegklatschen. Sind doch ganz schön viele, ne?
Jo, der hat gesessen. Läuft ganz gut. Jo, hier gibt es natürlich ordentlich. Also die Seltene hier haben, machen gar nichts sozusagen. Gefühlt. Wir sind ja eigentlich dafür da, dass die Felder bestellt werden können. Aber hier wimmelt es ja von Feldräubern. Das ist ja nicht mehr normal. Na super, kritisch. Je besser unser Einhandkampf wird, desto besser machen wir auch diesen kritischen Schaden. Weißt du was, ich speichere ab, guck wie viele Lurker ich noch kriege. Und dann gehe ich nochmal irgendwo pennen. Das Haus kann ich nicht gehen. Ist jetzt die Frage, was ist besser? Ja, das war klar. Ich habe natürlich keine Feuerbälle mehr. Das ist scheiße. Nehme ich hierfür erstmal. Super, das war gut. War schon wieder zu viele genommen. Ja, die Lurker fressen schon ordentlich, ne? Oh, Kacke. Das war gut. Das probiere ich gleich nochmal. Schön, dass der Feuerpfeil nicht getroffen hat. Ah, Kacke. Nee, ich habe einfach zu wenig Leben, um es mit den zwei zeitgleich aufzunehmen. Ja, Try and Error. Try and Error, das ist normal. So, der erste geht weg wie warme Semmel. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Goldener Kelch.
Ja, Blitz und Feuerpfeil geben sich beide nicht viel. Jo. Das war okay. Hier liegt eine Spruchrolle. Ich glaube, das ist unser erster Verwandlungszauber, meine ich. Na komm. So, die Feldräuber sind ja relativ easy. Können wir natürlich so vergessen. Ja, ich spiele so ein bisschen mit dem Feuer. Aber das läuft eigentlich ganz gut. Na, mit den Feldräubern komme ich so langsam klar. Die werden zurückgeschlagen, dann greifen sie an und im gleichen Moment muss ich zuhauen. Ich hasse das, wenn Feuerpfeil nicht trifft. Magie kann eigentlich nicht verfehlen. Oder sollte es nicht? Na komm. Ja, die Links-Rechts-Kombo ist eigentlich ganz, ganz nett. So, das Feld haben wir abgegrast. Bevor ich jetzt aber weitergehe, weil ich glaube, ich weiß, dass mich das ein oder andere Ungetüm noch erwartet, würde ich ganz gerne nochmal zu Bengars Hof hoch und dort nochmal eine Mütze Schlaf nehmen. Dann gehe ich nämlich links weiter. Und dann machen wir uns auf den Weg zu dem letzten Fundort. Obwohl, ich habe keine Feuerbälle mehr. Das könnte natürlich ein Problem werden. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Das könnte ein Problem werden. Weil so viel Gold habe ich jetzt auch nicht. Immer noch unter 400. Ich müsste nämlich jetzt mal langsam wirklich mal zu einem magischen Händler mir neue Spruchrollen kaufen. Oder finden. Oder ich gehe in die Stadt zu einem Trainer. Das wäre auch eine Option. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Okay.
Ich hoffe, das klappt wirklich so, wie ich mir das gedacht habe. So, nochmal einen kleinen Schluck trinken. Ich hoffe, ich muss mich nicht mit diesem Scheiß, mit diesem Söldner da rumprügeln. Wir kommen nämlich hier langsam in das Gebiet der Söldner. Und mit denen, naja. Das ist schon ein sehr spezielles Völkchen. Wen haben wir denn? Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Bin ich auch nicht. Tja, mit den Jahren bekommt man einen Blick für sowas. Wir legen uns hier regelmäßig mit Orks an. Oder mit den Wachen aus der Stadt. Die können ziemlich hartnäckig sein. Beeindruckend. Das ist unser Geschäft, Junge. Wir stellen sogar selber unsere Waffen und Rüstungen her. Jeden Tag lachen wir den Tod ins Gesicht. Aber davon versteht ein Landei wie du ja nichts. Wird schon so sein. Mach, dass du weiterkommst, du Waschlappen. So, ich würde gerne im Speichern und das im nächsten Part dem ein bisschen Manieren einprügeln. Dem müssen wir nämlich aufs Maul hauen. So. Das war's dann auch schon mit Part 19. Also bis dahin, tschüss.